Wir stehen hier im Freibad Eschbachtal. Es tröpfelt ein bisschen. Es ist Juli, normalerweise 25 Grad Sonnenschein oder vielleicht sogar mehr hätten wir uns erwartet, Nick. Momentan macht es keinen Spaß, oder? Nee, auf jeden Fall nicht. Vor allen Dingen ist es jetzt Sommerferienanfang und wir schauen uns hier um und es ist echt leer. Das ist ziemlich traurig. Ja, echt leer ist schon fast eine Untertreibung. Außerdem wart hier und eine Schwimmerin, wenn der Kameramann mal rüberschwenkt, eine Schwimmerin schwimmt alleine ihre Bahnen im Freibad. Die scheint ihren Spaß zu haben, aber das ist schon traurig, wenn hier nichts los ist. Ne? Es ist eigentlich Hochsommer, es ist eigentlich Hochsaison. Nein, wie gesagt, im Sommerferien erwartet man aber aus den letzten Jahren ein bisschen mehr Betrieb. Fragen wir doch einfach mal. Hallo, darf ich Sie mal fragen, was Sie bei weniger attraktivem Wetter hier im Eschbachtal machen? Meine Bahn ziehen und vor allen Dingen das Eschbachtal unterstützen, damit es noch ganz viele Jahre geöffnet bleiben kann. Die Wassertemperatur stimmt auch. Vom Schwimmen absolut optimal. Aber Sie kommen auch schon bei sommerlichen Tagen. Das macht keinen Unterschied, solange ich ins Wasser gelassen werde und es nicht gewittert. Okay, dann danke ich Ihnen. Ja, dann hoffen wir mal, dass es in den nächsten Tagen etwas besser wird, damit auch wieder mehr Leute in den Sommerferien ins Eschbachtal gehen. Ja, danke Nick und wir stehen hier immer noch im Eschbachtal und hier mit Dennis Halbach von der Stadt Remscheid. Ja, diesen Sommer hat es glaube ich noch gar nicht Spaß gemacht, oder? Leider nicht, also wetterbedingt halt, fehlen die Sonnenstrahlen. Aber ihr habt ein beheiztes Bad, es sieht hier sehr, sehr schön aus, ihr habt die Fasssauna im Hintergrund noch, also was Spezielles. Trotzdem kommen die Leute nicht bei dem Wetter, oder? Nee, leider nicht. Also die bleiben halt aus aufgrund der Wetterlage, die brauchen wieder 2 Tage Sonne und dann sind sie auch da. Ja, die Hoffnung stirbt ja zuletzt. Danke, Dennis. Aber man hofft natürlich auf besseres Wetter, man hofft auf Sonnenschein und gerade wenn man darüber spricht, kommen ein paar Sonnenstrahlen raus und vielleicht haben wir noch einen richtigen Sommer 2012 und man kann es hier im Freibad Eschbachtal so richtig genießen.